Okay, Bescheid zu wissen ist besser als überrascht zu werden. Ich bring's einfach hinter mich. Okay, das müsste reichen. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ah! Ich freue mich, die beste Nachricht aller Zeiten. Ich muss meinen Freund anrufen. Hey, ich habe tolle Neuigkeiten, ich bin schwanger. Ich habe schreckliche Nachrichten. Ich bin sowas von schwanger. Oh, Schätze, ich sollte aufstehen. Aber nein, danke. Ich hau mich wieder hin. Also gut, hier ist mein Lautsprecher. Dann fange ich mal an. Ich liebe mein morgendliches Training. Was zur Hölle? Wo kommt dieser Krach her? Das kann nicht wahr sein. Sie macht wieder ihr Training. Schlafen kann ich jetzt vergessen. Unfassbar, dass sie mir das antut. Der Tag fängt ja mal wieder fantastisch an. So ist's gut. Schwing deinen faulen Hintern aus dem Bett und trainiere mit mir. Uah. Vielleicht lege ich mich einfach hier hin. So geht das aber nicht. Los, aufstehen. Für Zeit für dich in den Tag zu starten. Ist zu schwer für mich. Oh, aber süß ist er, wenn er schläft. So schlief er schon als Baby. Ich mach's ihm noch gemütlich. Er hat den Schlaf bestimmt nötig. Das heißt aber nicht, dass ich mein Training ausfallen lasse. Nein, ich mag Zombie-Eichhörnchen auch nicht. Und jetzt läuten die Alarmglocken. Oh, morgens bin ich nie richtig fit. Zeit zum Aufstehen. Ach, er schläft noch. Ich sagte, aufwachen! Oh, nur noch 5 Minuten. So ist das also. Aber nicht mit mir. Hey, was gibt's? Ich brauch mal wieder was von dir. Und du brauchst es sofort, was? Du hast Glück, wir haben noch einen auf Lager. Nein, ich brauche einen größeren, einen richtig großen. Oh, ich habe verstanden, extra groß, geht klar. Sie braucht den großen. Super, danke, mal sehen, wie ihm das gefällt. Cool, die Lieferung ist schon da. Und ich habe das Geld passend dabei. Komm schon, bring ihn hier rüber, bitte. Vielen Dank. Und hier ist das Geld. Jetzt werde ich es meinem faulen Kind zeigen. Nur noch einstecken. Und los geht's. Oh, was zum? Hilfe, hilf mir. Ich sagte doch Zeit zum Aufstehen. Das habe ich auch so gemeint. Hey Mama, bin zu Hause. Oh, schön, dass du wieder da bist. Komm rein und setz dich. Nee, keine Zeit. Ich zieh mein eigenes Ding durch. Nein, du kommst jetzt hierher und setz dich zu mir. Oh, na gut. Gut, warum erzählst du mir nicht von deinem Tag, während ich koche? Oh, naja. Ich weiß nicht. War ein ganz normaler Tag, glaube ich. Wir hatten ein Popquiz in Mathe und ich hab's voll gut gemacht. Oh, sie hört mir nicht mal zu. Ich find's doof, wenn sie mich zwingt, bei ihr rumzusitzen. Hey, was haben wir denn hier? Der Ketchup bringt mich auf eine Idee. So, und jetzt noch etwas frisch gemahlener Pfeffer. Hey Mama, ich habe hier ein kleines Problem. Was sagst du zu meiner neuen Gesichtsbehaarung? Ist das Ketchup? Okay, das war einfallsreich und lustig, aber jetzt wisch das ab. Oh, sie hat keinen Sinn für Humor. Alles klar, dann schneide ich jetzt die Zwiebel klein. Was denkt sie denn, was ich hier tue? Ich find's öde, hier nur rumzusitzen. Noch ein bisschen Salz. Mama! Hilfe, Mama! Oh nein, das ist nur vorgetäuscht. Siehst du, ich bin nicht verletzt. Oh Gott sei Dank, ich habe mich so erschrocken. Hier, ich habe dir einen gesunden Snack gemacht, damit du bis zum Abendessen durchhältst. Cool, aber womit soll ich das essen? Oh, natürlich, ich Dummerchen, eine Sekunde. Ich muss sofort verschwinden. Oh, hier ist die Gabel, die ich für ihn bereitgelegt habe. Warte, was? Hallo Schatz, dieser gesunde Snack ist lecker. Danke, dass du ihn gemacht hast. Oh ja, mit Leuten im Internet zu streiten macht Spaß. Okay, da ist sie. Jetzt oder nie. Ich habe Hunger! Oh, was zum Teufel? Hör sofort auf damit. Aber ich habe Hunger. Ich bin schon fast am Verhungern. Dann geh doch in die Küche und hol dir einen Snack. Okay, ich suche mir in der Küche einen Snack. Erstmal im Schrank nachgucken. Hey, hier ist nichts drin. Komplett leer. Ich weiß nicht, wo die Snacks sind. Mama, ich finde keinen Snack in der Küche. Da war nichts. Was meinst du damit, da war nichts? Oh, na gut. Dann muss ich dir wohl helfen, wie immer. Na los. Okay.
Mach den Schrank auf und zeig mir, dass da nichts ist. Siehst du? Hey, wo kommt das denn her? Ich hab doch gesagt, dass es hier was zu essen gibt. Yay, ein Snack für mich. Ich hab voll Hunger. Naja, sind nur Rahmen. Aber warum nicht? Bitteschön, viel Spaß. So, das sollte reichen. Was denn noch? Oh, stimmt. Du willst Soße. Okay, hier hast du Ketchup. Ich weiß, dass du das magst. Ich will das nicht. Ich will einen richtigen Snack und jetzt habe ich Ketchup an der Nase. Oh mein Gott. Na gut. Gib mir eine Sekunde. Hallo? Ja, ich möchte bestellen. Mit sofortiger Lieferung. Toll, danke. Also gut, ich habe eine Snacklieferung für dich. Hast du? Was ist es? Zeig's mir. Juhu, Nudeln. Aber... Oh, du willst noch Ketchup dazu? Nein. Oh, ich weiß. Du brauchst noch was, um die zu essen. Hier hast du. Danke, Mama. Jetzt habe ich Zeit zum Fernsehen. Vor allem, weil er so schön alleine spielt. Sie guckt nicht. Dann kommt jetzt mein Überraschungsangriff. Oh, was war das denn? Ach, sein Spielzeug. Er ist so süß, wenn er spielt. Bitte sehr, mein Schatz. Das will ich nicht mehr. Ich will mein Basketball. Jetzt kann ich mir meine Sendung ansehen. Ich könnte den zu Mama werfen, aber sie könnte sich wehtun. Wow! Oh mein Gott. Oh nein. Bist du okay? Der Ball hat meinen Kopf getroffen. Es tut so weh. Oh je, das ist ein ziemlich großer roter Fleck. Nein, nicht anfassen. Geh weg. Ich will spielen. Es scheint ihm gut zu gehen. Dann lasse ich ihn weiterspielen. Trotzdem, er hat einen ziemlich heftigen Schlag gegen den Kopf bekommen. Aber Kinder sind ja widerstandsfähig, als ob sie aus Gummi wären. Nein! Verletzt er sich, werden mir alle die Schuld geben und mich verurteilen, was noch viel schlimmer ist. Wie die anderen Eltern und vielleicht sogar mein Engelsbaby. Das kann ich nicht zulassen, ich muss ihn retten. Die Decke. Na klar, Mami ist da. Puh, das war gerade noch rechtzeitig. Mensch! Das war ganz schön knapp. Heute hat er aber auch eine Menge Energie. Gut, dass ich hier war, um ihn zu beschützen. Endlich kann ich mir meine Sendung angucken. Du willst mich wohl verärgern, was? Na los, steh schon auf. Worauf wartest du noch? Steh vom Boden auf. Mann, wie lange wollt ihr da noch liegen bleiben? Lalala, ich bin der beste Sänger, ich werde ein Rockstar. Warum nervst du mich heute so? Du bist heute unausstehlich, verschwinde. La, fein, ich gehe ja schon. Jetzt hat er die Flöte am Wickel, heute stellt er meine Geduld ganz schön auf die Probe. Hey, verschwinde, das ist mein voller Ernst. Echt jetzt? Wo hat er überhaupt diesen Basketball her? Hey, hör sofort auf damit. Ich mein's ernst, hau ab. Was? Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Gib mir dein Trikot. Okay, stillhalten. Mami will dir das anziehen. So, du bleibst jetzt hier sitzen und beruhigst dich erstmal. Jetzt ist Mamis Entspannungszeit und die werde ich nicht ausfallen lassen. Hey Schatz, was stöhnst du so traurig? Guck, ich habe eine 2 bekommen. Ist fast wie eine 6. Was? Eine 2 für mein kleines Genie? Ich weiß, ich habe doch auch gelernt. Wie ungerecht. Okay, ist ja gut. Atme ein paar Mal tief durch. Das wird helfen. Okay, so ist es gut. Papi muss kurz telefonieren. Ja, sie ist sehr traurig wegen ihrer Note, die sie im Test bekommen hat. Okay, Schatz. Papi hat einen Plan, damit das nie wieder passiert. Wow, du hast ja eine Menge Geld. Du bist reich. Für mein kleines Mädchen ist mir nichts zu teuer. Kommt rein, bitte. Ich habe dir ein paar Nachhilfelehrer besorgt. Sie werden dafür sorgen, dass du nur noch Einsen bekommst. Oh, endlich bin ich raus aus dieser Schrottschule. Was ist hier los? Warum machst du so einen Krach? Oh, na gut. Hier, guck dir das mal an. Zeig her. Du hast diesen Test total vergeigt, was? Naja, ich habe nicht mal gelernt, aber normalerweise kriege ich es trotzdem hin. Vielleicht hattest du nur nicht genug Koffein. Ja, daran könnte es gelegen haben. Hey, was machst du da? Hör auf, die zu trinken. Kind, guck dir die Flasche mal genau an. Die Flasche? Ach du meine Güte. Die Flasche ist ja ein Spicker. Das ist voll cool. Mit der werde ich
alle Tests bestehen. Ja, dein alter Herr hat immer gute Tricks auf Lager. Nächstes Mal bekommst du bestimmt eine bessere Note. Papa, hör auf damit! Wenn man reich ist, macht Schwangersein noch ein bisschen mehr Spaß. Alles kann ein großes Spiel sein. Guck dir mal das ganze Geld an. Was ist da draußen los? Sehe ich einfach fantastisch aus, oder was? Probier's selbst mal aus. Ich bin dran. Moment mal, das Zeug ist aber nicht grün. Hallo? Oh Mann, mein Zeug ist weg. Manchmal ist Armsein nervig. Da muss ich mich wohl damit begnügen. So unfair. Ist dieses Kinderzimmer nicht bezaubernd? Schatz? Ich habe den goldenen Kinderwagen. Genau wie du wolltest. Ah! Warte. Du musst keinen Kinderwagen schieben, mein Schatz. Der Chauffeur. Nice. Wir werden Spaß haben. Ja, hallo? Danke, Liebster. Brauchst du eine Fahrt? Übung macht den Meister. Und rein mit dir. Komm, wir gehen Eis essen. Wow, ein goldener Kinderwagen. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht mal einen normalen. Ein Wassertank. Zeit, kreativ zu werden. Not macht immerhin erfinderisch. Ist der nicht niedlich? Zeit für unsere Testfahrt. Und rein mit dir, Kleines. Und schön zudecken. Oh, ich freue mich so. Guten Tag, kann ich helfen? Diese Kleider sind alle umwerfend. So viel Glitzer. Wow, die ist ja wirklich hübsch. Hab den Gewinner gefunden. Oder dieses. Oh, ich fühle mich auf einmal ganz benommen. Oh gut, ein großer, bequemer Stuhl. Ich setz mich mal lieber hin. Das ist ja wie eine Sauna hier drin. Hä? Oh, haben Sie Hitzewallungen? Die Luft könnte kühler sein. Sie haben absolut recht. Ich fühle mich schon besser. Ich nehme das und alles, was Sie haben. Okay. Das ist alles, was wir haben. Kann ich sonst noch was tun? Ah, das war's. Das sollte alles abdecken. Das ist eine verdammt riesige Menge Geld. Also gut, es wird Zeit zu gehen. Bye. Wow. Was für ein schöner Morgen. Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. So viel zum Thema Frühstück. Oh je, das ist echt hinüber. Kann mir jemand helfen? Komm schon. Das passt. Naja, also so ungefähr. Dieser Laden hat so viel Zeug. Sie suchen nach Kleidung? Wie wäre es hiermit? Auf jeden Fall. 5 Mäuse? Ich denke nicht. Wie wär's mit den reduzierten Sachen? Das klingt doch gut. Wow, hier kriege ich noch viel mehr für mein Geld. Ich bin eine reiche Mama. Gott, wie aufregend. Ups, ich habe sie gar nicht gesehen. Achtung, Welt, hier komme ich. Bis dann. Aha. Bitte setz dich. Oh, vorsichtig. So geht's.
Ja, lass uns anfangen. Oh, das ist ein großer Babybauch. Ein ziemlich starkes kleines. Wow, das ist ein ziemlicher Kicker, den du da hast. Oh, Entschuldigung, ich meine zwei Kicker, die du da hast. Was? Zwei? Ja, auf jeden Fall zwei. Ich bin froh, dass ich nicht in deiner Haut stecke. Bist du bereit? Denn ich bin es. Hiya! Zwillingskick-Power! Zwillinge? Oh mein Gott, das ist so viel Arbeit. Danke, dass du es mir gesagt hast, Doktor. Ach, meine nächste Patientin, setz dich. Bitte mach's dir ganz bequem. Dann schauen wir uns das mal an. Oh, wow. Sieht aus, als hättest du einen kleinen Engel da drin. Ach, so süß. Ich kann es kaum erwarten, meinen kleinen Engel zu halten. Was für ein interessanter Tag. Wer hätte gedacht, dass ich mal so unterschiedliche Schwangerschaften erleben werde? Die eine wird viel einfacher sein als die andere. Ah, es ist so schwer zu schlafen, wenn ich so dick bin. Psst, Schatz, bist du wach? Was ist denn los, Schatz? Kannst du mir was zu essen besorgen? Ich und die Babys sind hungrig. Okay, ich hab dir einen Snack mitgebracht. Ach, vielen Dank. Ich hab dir ein Sortiment mitgebracht. Nee, davon will ich nichts. Ich weiß, hol mir was von dieser Frucht. Obst? Aber weißt du, wie spät es ist? Es ist 3 Uhr morgens. Aber tu's für mich und die Babys. Ich weiß nicht mal, wo ich hingehen kann. Na, schauen wir mal. Oh nee, die sind geschlossen. Nicht auch noch da drüben. Na gut, dann muss ich das eben selbst in die Hand nehmen. Nee, auch ich habe den Zug verpasst. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ah, das Flugzeug ist die einzige Möglichkeit zu reisen. Na gut, Zeit, diese Früchte zu finden. Die müssen noch irgendwo hier wachsen. Oh mein Gott, ja, ich hab's geschafft. Komm her, du köstliche Frucht. Ins Glas mit euch. Kaum zu glauben, dass ich es geschafft habe. Ich bin wieder da, mit den Früchten. Schatz, wach auf, die Frucht. Die Frucht? Oh, die will ich nicht mehr. Oh, sie hat alle Snacks aufgegessen, die ich ihr mitgebracht hatte. Aber ich bin so weit gereist, das ist nicht fair. Ich glaube, ich habe Hunger. Liebling, aufwachen. Ich kann nicht schlafen. Okay, dann nimm das und mach's dir gemütlich. Möchtest du diese Blume? Oder vielleicht ein bisschen lebhafte Musik? Wie wär's mit diesem lustigen Gummihuhn? Ich habe hübsches Toilettenpapier. Schau, ein ganzer Stapel Bargeld. Okay, mit Zeit für die großen Geschütze. Ein Hündchen. Oh, ja, das ist genau das, was ich will. Vielen Dank, Schatz. Gut, dann schlaf jetzt weiter. Was für eine tolle Nacht. Nach dir. Ich hoffe, die braucht nicht so lange. Ich sollte mein Make-up auffrischen. Oh Mann, die muss doch bald fertig sein, oder? Oh mein Gott, das ist ja süß. Oh, ich muss mich nur vom Badezimmer ablenken. Ich sollte unbedingt ein singendes Idol werden. Anhalten, anhalten. Boah, wie lange würden die noch brauchen? Ich mag dieses Shirt.
Ja, du bist raus, dem Himmel sei Dank. Oh, ich muss dringend auf die Toilette. Aber du kannst vor. Ach, was für ein schöner Tag. Oh, nee. Oh, ich muss auf die Toilette. Entschuldigt mich, ich schlüpfe hier schnell durch. Nein, wir müssen aufs Klo. Ach, viel besser. Oh nein, wie peinlich. Ach, zum Glück passt das noch. Ich habe es erst letzte Woche gekauft. Das ist wohl nicht gut genug. Hm, weg damit. Das ist viel mehr mein Stil. Ach. Ich sollte jetzt eigentlich strahlen. Verschenk das. Und das auch. Ach, nimm alles. Betty, spielen die Hormone wieder verrückt? Nein, warte. Wir können einkaufen gehen. Noch ein Punkt und wir gewinnen. Oh, diese Hose wird aber nicht passen. Die ist nichts für Schwangere. Oh, ich wünschte, ich könnte shoppen gehen. Was guckst du denn so? Och, meine Lösung sitzt die ganze Zeit da. So, die alten Klamotten meines Mannes sind der neue Schatz einer Frau. Die Show ist toll. Ja. Ich hoffe, sie gibt mir meine Klamotten zurück. Oh, nur noch ein paar Schritte. Puh. Ich bringe das besser mal hinter mich. Oh, Zeit zum Schwitzen. Aber wer braucht schon ein Fitnessstudio? So. Alles bereit. Lass uns loslegen. Ganz ruhig. Und los geht's. Rein und raus. Oh, dieses Putzen ist anstrengend. Puh. Okay, Zeit fürs Dehnen. Meins. Oh Mann, die Böden sind ganz schön schmutzig. Puh, das habe ich eine Weile schon nicht mehr gewaschen. Ist es schmutzig? Ja, auf jeden Fall. Rein damit. Keine schwachen Unterarme bei dieser jungen Frau. Gut, dass ich extra Wasser mitgebracht habe. Ich bin erschöpft. Oh Mann, das ist wie 1000 Grad. Worauf habe ich jetzt noch Lust? Schatz? Brauchst du was, Babe? Was Süßes? Oh, sag nichts mehr. Haselnussaufstrich? Nein. Was haben wir noch? Warte, ich glaube, ich habe genau das Richtige. Oder besser gesagt, viele Dinge. Alles für mein Baby. Und ich habe noch mehr in der Küche. Gibt's auch Käse? Nein. Ah, wie konnte ich den Käse vergessen? Verrückt. Sehr interessant. Aber das ganze Lesen hat mich hungrig gemacht. Was möchtest du, Kleines? Vielleicht was Salziges? Hallo? Brauchst du was, Schatz? Ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Okay, eine Sekunde. Yay! Hier kommt's. Salzige Chips. Das ist dein Lieblingsgeschmack. Oh mein Gott, wo hast du die denn gefunden? Danke. Na, du genießt die jetzt, okay? Ruf einfach, ich bin da drüben. Nein, warte, noch eine Sache. Ich kann noch was Süßes vertragen. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Schatz. Ah! Boah, du hast mich erschreckt. Was ist das denn? Na, du wolltest doch was Süßes. Das riecht nach Dessert. Erdbeere? Oh, das ist gut. Jetzt bring mir Fisch, ja? Was bin ich, ein Markt?
Ich werde sehen, was ich tun kann. Das riecht so lecker. Okay, ich habe dir den Fisch gefangen, Liebes. Oh, das hast du wirklich, oder? Stört dich der Geruch? Oh, die Seife kaschierte ihn wenigstens. In Ordnung, dein Scan sieht gut aus. Geh weiter durch. Sehr schön. Du kannst durch. Oh nein, das wird auf keinen Fall klappen. Oh! Komm schon, in den Scanner. Ach du meine Güte, was hast du vor? Auf dem Schild steht, Essen und Getränke sind hier nicht erlaubt. Raus mit dir! Moment mal, Miss. Keine Ausnahmen für Einhörner. Ich muss mich vergewissern, dass du kein Essen reinschmuggelst. Ich hab nichts, ich schwöre. Hast du nicht? Und was ist dann da auf dem Boden? Skittles. Ich wusste es. Ja, ich hatte recht. Da sind die Süßigkeiten. Also los, rück alles raus. Ich wusste, dass du was verheimlichst. Und dann noch so viel. Wie hast du nur so viele Tüten versteckt? Das nimmt ja gar kein Ende. Komm schon, das muss doch ein Ende haben. Ah! Au. Oh mein Gott, er ist auf den Boden gefallen. Du, nimm all diese Süßigkeiten. Hast du die Schilder nicht gesehen? Snacks sind hier nicht erlaubt. Ja, ich nehme die wieder und gehe. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich erwischt wurde. Hey, ein Skittle hat sich in meine Netzstrümpfen verfangen. Das bringt mich auf eine hervorragende Idee. Also, ihr Skittles, Zeit, euch an meine Strumpfhose zu kleben. Das ist toll geworden. Jetzt wird's Zeit, es nochmal zu probieren. Du schon wieder? Hatte ich dich nicht weggeschickt? Lass mich noch einmal einen Blick auf dich werfen, denn du bist nicht vertrauenswürdig. Also, ich sehe nichts. Du kannst jetzt durchgehen. Haha, ich hab's reingeschafft. Und jetzt kann ich meinen süßen Snack genießen. Hey, Teil deines Kittels, bitte. Au, mein armes Horn. Aber mit diesem süßen Snack geht's gleich besser. Oh nein, das Schild. Essen ist dir nicht erlaubt. Steck das besser wieder weg. Ich wette, ich kann das unter meine Jacke verstecken. Oh nein, mein Schnürsenkel. Das wird nicht gut enden. Autsch, das hat ganz schön wehgetan. Oh nein, meine Süßigkeiten, wo sind sie hin? Da sind sie. Oh oh, das kann nicht gut sein. Entschuldige mich, ich muss weg. Hab einen schönen Tag. Puh, das war wirklich Pech. Meine Schuld, weil ich meine Schuhe nicht zugebunden habe. So, das wird mich davor bewahren, wieder zu stürzen. Blöde Schnürsenkel. Hey, warte mal. Ich glaube, ich bin ein Genie. Haha, kaum zu glauben, wie einfach das war. Ich probiere es jetzt nochmal. Moment, Moment, Moment. Ich muss dich überprüfen. Denn ich weiß, dass du vorhin Süßigkeiten gegessen hattest. Ach, gut, du kannst durchgehen. Ja, das hat geklappt. Absolut fantastisch. Ich kann gar nicht glauben, wie gut es geklappt hat. Und so einfach. Und jetzt zu meinem süßen Snack. Der Typ isst seine Schnürsenkel. Vielleicht weiß er ja, was ich nicht weiß. Bäh, ekelhaft. Früher oder später wirst du wahrscheinlich einen Schwangerschaftstest machen müssen. Aber nicht alle Frauen reagieren auf die gleiche Weise. Selbst wenn sie genau die gleichen Ergebnisse bekommen. Schreien gehört zu den häufigsten Begleiterscheinungen und manchmal erlebst du eben eine gute oder miese Schwangerschaft. Ja, zwei schwangere Damen mit doppeltem Appetit. Boah, das sieht klasse aus. Oh, das Baby hat Lust auf Tomaten. Sowas von gut.
Ich weiß nicht so recht. Solang's mal süß ist. Boah, nee, das ist ekelhaft. Ah, schaff das Ding hier weg. Ja, das tut mir so leid. Wer hat denn dieses Ding bestellt? Jetzt geht's ab. Warte, komm her. Ich sagte Mayo, Senf, Salat, Gurken. Okay, einen Moment. Ich denke, das wirst du gut finden. Du willst süß und herzhaft? Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich achte darauf, dass ich viel... Ja. So, und jetzt kommt die Schlagsahne. Ich nehme an, du willst eine Menge, oder? Ja, so soll es sein. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich darf die Streusel nicht vergessen, stimmt's? Und fertig, guten Appetit. Oh, dieses Mädchen versteht mich total. Hallo, Kohlenhydrate. Und jetzt ab in meinen Bauch, sofort. Aber nicht ohne Fleisch. Oh, das fühlt sich an wie mein Geburtstag. Oh, ist das gut. Oh, ja, das ist es. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich. Ich liebe es, schwanger zu sein. Du mich auch, Bella? Ich glaube, ich habe meinen Appetit verloren. Oh Mann, hier sieht's ja aus wie im Schweinestall. Als ob ich so ein Chaos zum Aufräumen bräuchte. Oh, das könnte schwierig werden. Vielleicht aus dieser Position? Bella, ich bin zu Hause. Oh, ich habe für dich geputzt, Schatz. Puh. Sag kein Wort mehr. Ich weiß, du hattest einen langen Tag. So viel Stress. Lehn dich zurück und genieße deinen Kaffee. Oh, diese Nagelbetten. Ich habe die beste Frau, die es je gab. Ah, wir sind das perfekte Team. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, nee, das will ich nicht mehr essen. Oh, ich kann mich nicht mal bücken, um es aufzuheben. Och, Mann. Schatz? Was ist denn hier los? Mir ist ein Chip runtergefallen. Und ein paar Socken. Na gut. Pass auf, dass du alles einsammelst, Babe, ja? Hier unten herrscht das reinste Chaos. Ah, daran könnte ich mich gewöhnen. Ja, mach weiter. Eine Schwangerschaft ist hart. Für Mama und Papa. Ah, Gott sei Dank, ein freier Platz. Ah, bist du okay, Baby? Oh. Darf ich? Ja, vielleicht tritt's ja für dich. Wow, es wird groß, hm? Oh, ist das magisch. Oh, wow. Was dagegen, wenn ich... danke. Hallo, kleines Baby. Hey, je mehr, desto schöner. Oh, solange ich sitzen kann. Ich werde es vermissen, meine Finger zu benutzen. Das kannst du laut sagen. Das sollte euch eine Lehre sein, den Bauch einer schwangeren Frau nicht mehr anzufassen. Fragt wenigstens vorher um Erlaubnis. Ja, zu verängstigt, was? Wollt ihr ihn nicht mehr anfassen? Du willst gehen? Sag mir das nochmal ins Gesicht. Lauf! Ja, Spinner. Und jetzt habe ich die Bank ganz für mich. Oh ja, nur du und ich, Baby. Keine extra Hände. Ah, so viel Spaß. Dieses Honigchili schmeckt echt gut. Besser als das Gefängnisessen. Oh, ich glaube, ich spüre das Baby. Komm schon, ich brauche Glück. Das ist nicht spannend. Wow, ich bin reich. Der beste Tag meines Lebens. Ich glaube, meine Kleine bewegt sich auch. Los geht's. Ich habe echt ein gutes Gefühl. $1? Aber nein, der Schein kostet 5. Was machen die da drin? Ich leg das Honiggelee mal weg. Wow. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber auch egal.
Her mit dir, Geld. Komm zu Mama. Oh, das ist nicht gut. So unfair. Siehst du das? Ich bin pleite. Aber ich will auch reich sein. Oh, diese Kette glänzt total. Oh, das fühlt sich echt gut an. Hey, du musst meine neue Kundin sein. Also, ich will nicht so arg schwitzen mit dir. Keine Sorge, wir beginnen mit dem Gymnastikball. Toll. Ah, die anderen haben es echt gut. Hm, das sieht echt bequem aus. Vielleicht sollte ich mir auch einen besorgen. Irgendwas muss ich jedoch verwenden können. Denk nach. Ich schätze, das Sofa muss ausreichen. Du machst das toll. Weiter so. Versichere dich, dass du es im Hintern und den Waden spürst. Moment mal. Hast du da einen Helfer? Was soll's? Sie bezahlt mich gut. Einatmen. Fühle dein Chakra. Ich fühle mich eins mit dem Universum. Ich fühle mich schläfrig. Hat sonst noch jemand Hunger? Wow, die waren echt schmutzig. Endlich kann ich wieder sehen. Mama, Mama. Ja, süß. Ich zeig dir nun, wie man das Baby einwickelt. Ziehe zuerst hier oben an der Decke. Dann faltest du einfach die Seiten über das kleine Baby. Wir müssen sicherstellen, dass alles schön bequem sitzt. Perfekt. So süß. Das war's auch schon. Gut gemacht. Es ist echt einfach. Willst du es mal versuchen, Mami? Was? Oh nein. Mein Helfer macht das. Hey, komm mal rüber. Du musst es anschauen. Treten Sie zur Seite, Madame. Zuerst die Gefahr einschätzen. Minimale Gefahr. Dann das Kind beruhigen. Haben Sie schon einmal ein Baby gehalten? Natürlich. Alle hopp. Ziel erreicht. Unkonventionell, aber es hat funktioniert. Ich lasse dich nie wieder los. Mein kleines Bündel Glück. Der ist der süßeste Football. Du bist es. Okay, es kann nicht so schwer sein. Zuerst diese Seite. Oder doch diese hier. Und dann falten. Das sieht nicht ganz richtig aus. Das ist echt Arbeit. Ich versuch's weiter. Nö. Ah, okay, ich hab's. Ich bin echt froh, dass es kein echtes Baby ist. Vielleicht muss ich ihn rollen? Oh, ich mache einfach so, als wäre das nie passiert. Ich gebe auf. Warum schaffe ich das nicht? Fast geschafft. Keine Sorge. Weiter atmen. Und dann ist der Vater in Ohnmacht gefallen. So witzig. Eine Minute. Wie unhöflich. Oh nein, nicht mit uns. Leg dich hin, mein Schatz. Entspann dich. Oh, so aufregend. Legen Sie sich bitte auf das Bett. Muss ich denn alles selbst machen? Nein, verraufen sofort. Machen Sie sich's bequem. So, sei brav, kleines Baby. Was ist das toll, Schatz? Ich glaube, das Baby kommt. Hey, da ist ein Baby unterwegs. Ich muss auflegen. Dieses Paar ist echt nervig. Alles wird gut. Mach was. Ich muss neue Handschuhe bestellen. Hey, können Sie mal leiser sein? Du musst so atmen. Das sollte die richtige Temperatur haben. Also, ich habe Ihnen Snacks besorgt. Das verleiht Ihnen Energie. Oh, nein, danke. Ich will mein Gewicht halten. Ah, das habe ich nicht gebraucht. Also, was haben wir hier? Wow, das sieht man nicht alle Tage. Drücken. Ich wusste, wir hätten in ein anderes Krankenhaus sein. Ah! Oh, meine Hand. Weiter. Ist das normal? Ignorieren Sie das einfach. Ich mach das nicht. Überlass das mir. Reicht das? Absolut. Machen Sie sich keine Sorgen. Freut mich zu hören. Eine von diesen macht alles viel einfacher. Bitte, es tut so weh. Ach ja? Okay. Spüren Sie was? Oh, ich glaube, es geht los. Autsch. Glückwunsch, ein wunderschönes Mädchen. Oh, so eine tolle Familie. Nicht mehr wieder. Hier ist ihr Baby. Glückwunsch, bla bla bla. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Kein Plan, egal. Oh, ich bin so glücklich.
Schatz, komm, schau dir die Kleine an. Oh, ich liebe euch. Mal sehen, was der Test sagt. Das gibt's nicht. Ich bin schwanger. Okay, und los. Positiv. Ich glaube, das war lang genug. Ich bekomme ein Baby. Wow, ich habe echt Mundgeruch. Ich putze mir besser die Zähne. Moment mal. Hey, hast du da was vergessen? Ja, Sir, ich meine, Fräulein, ich hab ihre Zahnpasta. Bald werden sie ganz frisch riechen. Du kannst jetzt gehen. Echt schwer, gutes Personal zu finden. Oh, fühlt sich schon viel besser an. Ich muss mal. So langweilig. Ich habe eine Idee. Zeit zum Abwischen? Danke. Ups, ich bin so ungeschickt. Ist das Kacke? Dafür werde ich echt nicht genug bezahlt. Reingelegt. Schokoaufstrich. Ach, was für ein seltsamer Sinn für Humor. Ein Klassiker, Fräulein. Okay, ich mache mich besser fertig. Gold ist gut für meine Haut. Ich liebe einfach eine Diamantgesichtsmaske. Sehr gut als Peeling. Ich denke, das ist lange genug. Wow, meine Haut strahlt total. Ich putze mir besser die Zähne. Ihre Zahnbürste, Fräulein. Darf ich? Wir müssen das Hollywood-Lächeln aufrechterhalten, Fräulein. Schön öffnen. Lass bitte nichts aus. Natürlich nicht. Ich glaube, da hinten steckt noch Kaviar fest. Das reicht. Ich halte das schon den ganzen Morgen an. Oh, schon besser. Ich bin fertig. Das ist so eine Geldverschwendung. Warum kein normales Klopapier? Ich wische mich heute selbst ab. Was für eine Erleichterung. Ich bin einmal draußen. Ugh. So eine Drama-Queen. Das war doch schon mal schlimmer. Schon wieder morgen? Ich habe richtig gut geschlafen. Ich kann nicht den ganzen Tag herumliegen. Ich muss ein paar Müllcontainer plündern. Ich richte mich ein bisschen her. Das könnte etwas dauern. Gut, dass ich dieses Regenwasser hier habe. So erfrischend. Das hat mich aufgeweckt. Oh, was stinkt da so? Oh, ja, ich. Ich mache die besser etwas sauber. Nicht, dass es wirklich was ändern würde. Okay, was nun? Ah, damit werde ich meine geschwollenen Augen los. Ich habe sie im Café geklaut. Ausgeliehen. Damit kann ich später noch Tee machen. Das sollte reichen. Wo ist das Klopapier? Ah, das ist alles? Damit komme ich nicht weit. Ich kann nicht wieder meine Hand benutzen. Es gibt nur eine Lösung. Das wird wehtun. Wow, was für ein Tag. Nur ich und mein Babybauch. Dieser Tag kann nicht besser werden. Oh, der perfekte Ort für ein Päuschen. La la la. Oh yeah. Oh? Gefällt dir das, Kleines? Willst du auch was hören? Mami hat den besten Musikgeschmack. Es geht nichts über ein Frühstück im Freien. Auch wenn es nur kalte Bohnen sind. Aber ich beschwer mich nicht. Ha? Was macht die denn da drüben? Shake it, Baby. Das sieht lustig aus. Du magst auch Musik, nicht wahr, Kleines? Warte, ich habe eine Idee. Ich benutze diese Dose. Ich benutze einen Schraubenzieher, um ein Loch in den Boden zu stanzen. Nun brauche ich einen Faden. Ich ziehe ihn durch das Loch und mache einen Knoten. Dann befestige ich ihn an einer zweiten Dose. Wer braucht schon teure Kopfhörer? Die ist für dich. Und ich nehme die hier. Hush, little baby. Ugh, aufstehen ist echt nicht einfach. Okay, los geht's. Was macht diese Obdachlose da? Oh yeah. Schalalala. So traurig. Die Welt ist voll von verrückten Menschen. Mir ist langweilig. Ich brauche Entertainment. Fräulein, es ist uns eine Ehre, für Sie zu spielen. Weniger reden, mehr spielen. Bringen wir das hinter uns. Sehr beruhigend, nicht wahr? Sorry, sie ist kein Fan. Das funktioniert nicht. Aber wir sind klassisch ausgebildet. Versuchen wir etwas Fröhliches. Hä? Das ist zu laut. Wirklich? Okay. Lass uns rocken. Los! Dein Solo.
Oh ja, yeah, das ist schon besser. Oh, gefällt mir. Danke, Mami. Spielt weiter. Das macht mehr Spaß als die Geige. Oh, komm doch bitte rein. Wie fühlst du dich heute? Wir machen heute einen Ultraschall vom Baby. Das ist interessant. Moment mal, was ist denn das? Oh, so süß. Das ist eine sehr merkwürdige Situation. Oh, ich habe Hunger. Was kann ich essen? Oh, Eier. Die kommen genau richtig. Oh Mist, der Herd ist voll mit schmutzigen Töpfen und Pfannen. Wie soll ich jetzt das Ei kochen? Oh ja, ich denke, das könnte klappen. Ich muss die nur auf meinem Bauch balancieren. Okay, Feuerbaby, lass uns an die Arbeit gehen. Ja, das Ei brät. Oh, das wird so lecker. Nur noch ein bisschen länger. Und schon ist es fertig. Riecht köstlich. Zeit zum Reinhauen. Ich habe schon den ganzen Tag Lust auf Fanta. Warum ist die so warm? Tja, dann machen wir eben ein Eis am Stiel draus. Gib dein bestes Eis, Baby. Ja, das hat geklappt. Jetzt habe ich ein Fanta-Eis. So gut und so kalt. Wow, das Eis am Stiel ist der Hammer. Es ist Burgerzeit. Und ich kann meinen Burger nicht ohne Schokolade essen. So eine leckere Kombination. Wow, sie hat Schokolade. Hey, bekomme ich etwas von deiner Schokolade ab? Warte mal, was macht sie da? Nein, 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 sie isst die ganze Tafel. Vielen Dank, die war lecker. Oh, alles weg. Keine Burger-Schoko-Kombo mehr. Ha, nur Spaß. Natürlich habe ich noch Schokolade. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe eine Idee. Yep, ein Schokoladenopfer muss gebracht werden. Ich muss sie nur ein bisschen aufwärmen. Sie ist schön geschmolzen. Jetzt aufschneiden. Und dann drücke ich ihr etwas davon auf den Stuhl. Hey, schau, ich habe eine blaue Fanta gefunden. Oh mein Gott, sie sitzt drauf. Das ist jetzt überall. Nein, was ist das? Ich spüre etwas in meiner Hose. Was ist das? Ich kann nichts sehen. Ah, so eklig. Warte mal. Hey, das ist Schokolade. Okay, du hast mich voll erwischt. Kommt sie zu spät? Oh, da ist sie. Ich habe uns einen Tisch besorgt. Oh, schau dir deinen Babybauch an. Zaubernd. Darf ich ihn anfassen? Oh, der ist wirklich heiß. Es ist heiß. Ah, meine Hand brennt. Halte mich, Glaswasser. Puh, besser. Oh, das Baby sollte besser aufpassen. Hast du gerade meinem Baby gedroht? Nein, sorry. Schau, die habe ich dir mitgebracht. Sie sind feurig, genauso wie du. Wow, sie sind wunderschön. Ich finde sie toll. Und sie sehen köstlich aus. So lecker. Wow, die schmecken dir wirklich gut, hä? Huh? Entschuldige. Wow, beeindruckend. Du kannst es echt krachen lassen. Das Eis ist ziemlich lecker. Oh, er ist da drüben. Ich wette, er ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich schaue ihn nicht an, bis er sich entschuldigt hat. Hey, ich habe dir Blumen besorgt. Oh, die liebe ich. Okay, du darfst dich setzen. Oh, dein Babybauch ist so süß. Hey, warte. Irgendetwas ist da los. Meine Hand, sie ist angefroren. Oh, sorry. Manchmal übertreibt das Eisbaby ein wenig.
Aber weißt du was? Ich glaube, ich weiß eine Lösung. Na also, ich bin gut eingepackt. Oh, clever. Möchtest du etwas Eiscreme? Dieses Eis ist sehr lecker. Hey, eine Sternschnuppe. Wow. Hey, David, schau, eine Sternschnuppe. Wow, wünsch dir was. Ich will Mama werden. Psst, ich will ein cooles Auto. Hat das funktioniert? Was ist das? Sind unsere Wünsche durcheinander geraten? Was ist mit deinem Bauch los? Du meinst, ich bin schwanger? Puh. Hey Leute! David? Schau mal einer an! Oh, so süß! Hä? Oh ja, ich bin schwanger! Was für eine runde Kugel! So süß! Yep, ein wahr gewordenes Wunder! Glaubt ihr, das Kind kann uns hören? Kleines Baby! Oh, ich habe echt genug davon! Ich weiß, was zu tun ist! Nimm ein T-Shirt und schnappe dir ein paar solcher Accessoires. Nimm eine Heißklebepistole und gebe etwas Kleber auf die Rückseite und drücke es auf den Stoff. Je mehr, desto besser. Und bevor du dich versiehst, bist du fertig. Ha, sollen die bloß nochmal versuchen, mich anzufassen. Hey David, coole Party, was? Ja, echt cool. Oh oh, sie versucht es. Aber sie wird ganz schnell eine spitze Überraschung erleben. Oh, Mann, das tat weh. Bis bald. Ja, es hat funktioniert. Interessant. Was? Oh, Mann. Jetzt? Er sieht echt konzentriert aus. Das habe ich echt nicht erwartet. Hä? Hey, was ist los mit dir? Das verstehst du sowieso nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Was liest er da überhaupt? Interessant. Seine Hormone spielen wohl echt verrückt. Diese Show ist echt verrückt. Oh nein. Okay, langsam. Ich kann mich noch bücken, oder? Oh Junge. Ich sehe dich. Oh, wenn das nur ein bisschen näher wäre. Oh, komm schon. Ah, fast geschafft. Nur noch ein bisschen weiter. Oh, und wir haben Kontakt. Oh, oh, das war echt anstrengend. Oh, oh, ich stehe besser wieder auf. Oh, das wird nichts. Ich bin zu dick, um aufzustehen. Oh, komm schon. Kick. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein kleines, kleines bisschen. Oh, Chloe. Chloe! Actionfilme machen echt hungrig. Oh Mann, ich hätte echt Lust auf einen Snack. Chloe isst die ganzen Chips alleine. Willst du welche? Oh, danke! Genau, was ich wollte. Dieser Geschmack ist ja wirklich widerlich. Das waren immer deine Lieblingschips. Oh, mein Nutella. David, versuch das. Etwas Süßes. Das klingt doch immer gut. Das ist ein komplett neues Glas. Oh yeah. Komm zu Papa. Wie kann das denn jemandem schmecken? Eklig. Das reicht. Ich bleibe einfach für immer hungrig.
es sei denn, vielleicht muss ich nur die richtige Kombo finden. Warte, ich habe eine Idee. Lass jetzt mal den Chefkoch ran. Oh yeah. Alles schön stapeln. Und zu guter Letzt Soße im Überfluss. Lecker. Bist du dir da ganz sicher? Nun, das nenne ich Gourmet. Mmh, salzig und süß. Das ist so lecker. Oh ja, Schwangere sind echt seltsam. Atme tief ein und wieder aus. Okay, versuche zur Ruhe zu kommen. Langsame, gleichmäßige Atemzüge. Okay, das kann ich. Ups, was riecht hier so? Oh mein Gott, komm, ich kühl dich ab. Vielleicht sollten wir lieber gehen. Was ist gerade passiert? Okay, lass uns gleichzeitig einen Namen aussuchen. Hab meinen. Vicky. Nope, Sophia ist viel besser. Nein, Vicky. Sophia. Es wird Vicky. Sophia. Ich hab Vicky gesagt. Also, Vicky, oder? Klar, Vicky. Ich misch sie einmal kurz durch und jetzt auslegen. Okay, es ist soweit. Setz dich. Hier sind die Namen. Okay, was ist mit Bella? Lana ist die bessere Wahl. Was? Bella ist offensichtlich die bessere Wahl. Komm schon, Bella bedeutet schön. Ich werde jetzt ein Machtwort sprechen. Ach, wirst du das, ja? Wie wär's damit? Ich nehme das hier und du bekommst das. Hallo, Ma'am. Sind Sie bereit? Sonnenbrille auf und los geht's. Yeah, Lana, ich stimme dir voll zu. Hallo, nehmen Sie bitte Platz. Ach, Entschuldigung, könnten Sie die Temperatur etwas höher stellen? Bitte sehr, Miss. Hi, ich kann's kaum erwarten zu sitzen. Wow, es ist echt heiß hier drin. Entschuldigung, könnten Sie es etwas kühler machen hier? Aber klar doch, kein Problem. Oh, nein, das ist zu kalt. Können Sie die wieder höher stellen? Oh, viel besser. Oh, ich schwitze total. Wärmer, nein, kälter. Wärmer, nein, kälter. Ich verschwinde. Wow, der macht ganz schön Drama. Wow, was für eine gute Nacht. Mal sehen, was ich esse. Reste von gestern. Immer gut. Ich stelle das einfach noch ein paar Minuten in die Mikrowelle. Jetzt nur kurz warten. Hä? Die Mikrowelle funktioniert nicht. Komm, mach bitte! Oh, was für eine Enttäuschung. Diese Pizza ist tiefgefroren. Die ist nicht mal ansatzweise warm. Auf keinen Fall, viel zu kalt zum Essen. Was wenn ich... So geht's doch. Heißer Atem ist einfach immer die Rettung. So lecker. Genau das, was ich wollte. Hast du Hunger, Baby? Ich auch. Ich suche uns mal was zu essen. Wie wär's mit einem Erdbeerjoghurt? Das wird so lecker. Okay, wo ist mein Löffel? Das ist mal ein Joghurt. Aber das ist nicht wirklich das, was ich wollte. Oh, Eis, das will ich wirklich. Machen wir diesen Joghurt doch mal ein bisschen kühler. Yes, jetzt habe ich ein Frozen-Joghurt-Eis am Stiel. Yum, so viel besser. Köstlich.
Wie würdest du deinem Kind helfen, wenn es einen Test vergeigt hat? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Schau dich auch auf unserem Kanal um, denn dort gibt es noch mehr tolle Videos wie dieses.